when I received the theme, I thought it very interesting. And the first idea that came to me was the fact that the suitcase is a closed space, like a closed space, aimed or small there. And I was thinking about, funny enough, methods of torture, people who were locked up in small spaces, that it was a way to oppress. And then we discussed a little bit, and I went further, making a parallel with the fact that I actually build myself my own limits and boxes and lock myself up in situations of my circumstances. And this is how I built the idea of the performance that has been quite a struggle. But that's what it's going to be. There. And if any of you have questions about the other ones at the work, life art project to try to collect as many citizenships as I can. That's interesting.
being able to insert it on all these things, you know. For example, if you're a new member, you can have two schools, it's no problem. You can go in and join at the same time. Yeah. I'm pretty sure that I had to give up the South African citizenship to become an Australian. But then now that I'm an Australian, I could, I believe, also get a South African passport at the same time if I wanted. But at the time when I made the change, or when my parents made that decision for me, I needed to give up the other one. It depends really on the situation between these two nations, first of all. Yeah. And it depends on the concept of citizenship on the country. For example, Germany is a big country of knowledge. That's basically you don't have the blood, nothing else. It's from 1913, basically, and they haven't changed that basic law. That's why we still have to struggle also with second generation people that you have to choose between citizenship and you actually think they should have two, you know, which is ridiculous. For example, I'm born in Germany. Thank you.
ist, aber sozusagen herausgekommen ist. Daraus kommt ja eigentlich nie etwas, weil das hängt ja immer von den eigenen Interpretationen halt auch als Beobachter oder als Beobachterin ab. Also ich habe noch nie auf gepackten Koffern gesessen, aber meine eigene Biografie ein bisschen zuzusteuern. Ich bin schon immer Berlinerin, auch immer im gleichen Stadtteil gewohnt. Mein Vater hat als einziger so eine typische Migrationsgeschichte halt als Vertriebener. Meine Mutter ist Berlinerin und die ist amazing. Nur die gesamte Familie. Er ist halt aus Westdeutschland dann wieder rübergekommen, sozusagen als Zugereister. Fühlt sich, sagt immer noch, er ist kein Berliner, obwohl das gar nicht stimmt, weil das ist so eine typische Geschichte, wie du vorhin auch gesagt hast. Berliner ist man, wenn man also hier wohnt und wenn man natürlich sich auch hier wohlfühlt. Also denke ich, dass hier ganz viele Leute den Koffer auch gerne auspacken können und hier für eine kurze oder lange Zeit bleiben sollen, müssen, dürfen, können, wollen, wie auch immer das jetzt ist. Wir erleben das jetzt hier gerade auch in Berlin. Es wird immer internationaler, selbst in abgelegenen Bezirken, auch an den Rändern von Neukölln. Internationaler, wo ich früher alleine ausgestiegen bin, eine Stelle, da steigen jetzt 10 andere Leute mit mir aus, man lernt Englisch, man lernt Französisch, Italienisch, Spanisch, alle möglichen Sprachen. Und ich denke mir, wenn diese Leute hier in die Koffer auspacken, oder sei es auch nur ein kleines Bündelchen, weil ich denke, ein Koffer ist natürlich auch was, was mit der modernen Generation zu tun hat, dann sind sie ja sehr gerne willkommen und wenn dann noch so viele super tolle Künstler, die dann auch noch zu finden sind, die sich auch mit dem Thema beschäftigt haben und die das wirklich überraschen. Und ich finde das schön, dass ihr halt hier euren Koffer abgestellt habt. Also
wie bei anderen kulturellen Ausstellungen, vielleicht läuft man halt ein Konzept ein und wird genommen oder man wird abgelehnt. Und man weiß nicht, warum das eine oder warum das andere. Und wir versuchen das nicht aufzugründen, warum das eine oder warum das andere. Möchtest du noch etwas dazu sagen? Nein, in den letzten Jahren im Hintergrund hat immer mit uns Claudia gearbeitet. Ja, ich glaube, du hast sagen, glaube ich. Also über die Plattform Neukölln-Wort und jetzt bei Neukölln-Wort und so, ich finde, das ist sehr, sehr wichtig für die Künstler hier, weil ich habe auch mal überlegt, also basically ist auch so, das gibt so eine Zusammengehörigkeit, aber manchmal sind wir sehr blutfähig. Ja? Und das können zum Beispiel ja die Argentinien sehr viel, ne? Also, ja, also aus politischen Gründen, aus gesellschaftlichen Gründen, hat man sich überlegt, was für einen Pass kann ich haben? Was fehlt mir für Verwandte? Was habe ich in der Familie? Und so. Und es sind auch so viele Leute immer noch nach Berlin geflüchtet, vielleicht nicht so aus, manchmal aus der ersten Gründe, manchmal nicht. Manchmal, wenn man eine andere Freiheit sucht oder eine Stadt ist, nicht so unter Druck setzt und so. Und man findet da diese Gewohnheit bei dieser Plattform, dass man sich zusammenlegt auch. Das finde ich auch sehr interessant. Berlinimportart und Berlinimportart haben auch gemacht, dass sie auch kennenlernt, dass sie auch also, nicht nur die eigene Disziplin entwickeln, sondern manchmal musst du mit anderen Mitteln arbeiten, also nicht nur mit Video, der andere fängt an, Performance zu machen. Also ich finde, das ist sehr bereichernd und das gibt also diese Gewohnheit in der Stadt, was Berlin hat, aber auch diese Familien. Auch von Jana und Alejandra unterstützt. Das ist sehr interessant. Dankeschön. I was thinking about something else. It's funny, there's this fashion for all these 70s suitcases. You find them everywhere. I know some artists who work a lot with these old suitcases. And I think it's funny, they bring these 70s things out. Would anyone like to say something more, maybe, about their work, someone else's work? Und was ich möchte gerne, ist,
Yo después pedí que hacer obra. Sabia.